Gut, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach dem Spiel Hannover 96 gegen Schalke 04. Ich begrüße wie immer beide Cheftrainer bei mir, Karel Geratz und Stefan Leitl. Und natürlich hat bei uns auch der Gast immer das erste Wort. Bitte schön. Hallo, good afternoon. Ja, Stefan, I don't know what to say. Congratulations with the point or not, so it's double. I think we, from my side, my feeling is double. First half, I like my team very well, very disciplined, good organized, strong in the intensity in the duels. We score a nice goal. I think we had a very good opportunity also with Terode to make the 0-2 and to put the game in another level. I think second half, there was more pressure from Hannover. And in games like this, it is details we decide. I think just before the goal, we had with Kabadai a good chance, opportunity to make the 0-2 and to close the game. In the end, there was one transition. One player can run a lot of distance with the ball, and at the end, it was a goal. So there we can defend, I think, better. We all know this, so I am happy with the performance, how my team present themselves. This afternoon, I'm also very happy to see that 15,000 fans of Schalke come today. It felt like a home game for me in moments, so this was also great. So my feelings are double, happy with the point, because this point maybe at the end can be a golden point, but we also feel that maybe it was possible to take 3 points, so that's why my double feelings. Danke. Vielen Dank. Stefan, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, hallo zusammen. Karel hat schon viel vorweggenommen. Ich finde auch, dass Schalke speziell in der ersten Hälfte sehr gut im Spiel war. Uns in viele 1-1-Situationen gebracht hat, die wir dann nicht optimal gelöst haben. So konnten wir auch keine richtige Torgefahr entwickeln. Wir haben immer wieder gesagt, okay, versucht es über Gegenläufigkeit, Tiefe belaufen, Abstimmung ein bisschen gefehlt heute, das war nicht ganz optimal. Dann gehst du in Rückstand mit einem schönen Tor. Wir haben sicherlich die Situation, dass Schalke dann näher am 2-0 war als wir am Ausgleich. Haben dann in der Halbzeitpause umgestellt und haben schon gesagt, dass wir versuchen müssen, dieses Tempo einfach hochzuhalten, weil es unheimlich schwierig dann auch wird, für Schalke permanent in dieser Mannorientierung zu verteidigen. Und ich glaube, dass dann so ab der 60. Minute wurde das Feld doch besser für uns. Würde größer, wir hatten mehr Spielanteile dann auch. Trotzdem muss man sagen, ja, wir kommen zurück 1-1, etwas glücklich zu dem Zeitpunkt. Und du hast trotzdem dann noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das spricht erneut von der Moral meiner Jungs. Ich halte es wie Karel, ist so ein Party-Gefühl natürlich. Hätten gerne mehr gehabt, aber aufgrund der Moral dann irgendwo auch zufrieden dann mit dem Punkt. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan. Dann ist jetzt Zeit für eure Fragen. Bitte einmal wie immer das Handzeichen. Und dann kommt Dirk mit dem Mikro vorbei. Lars Beike von der Bild-Zeitung macht deinen Anfang. Stefan, kannst du was zum Gesundheitszustand deiner Stürmer sagen? Also der Vogi musste früh raus. Sah nach einer Muskelverletzung aus. Nico wurde lange behandelt. Kopfwunde offensichtlich. Wie ist der Stand im Augenblick? Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Vogel tatsächlich eine Muskelverletzung hat. Es ging auf jeden Fall nicht mehr. Wir werden natürlich da die Untersuchung abwarten müssen. Bei Nicolo war es dann schon etwas spezieller. Der hat einen Cut am Kopf gehabt und wirklich sehr stark geblutet. Aber wollte dann unbedingt noch mal rein. Ja, wir werden jetzt sehen, wie sich es bei ihm dann die nächsten Tage dann auch entwickeln. Aber für Vogi, glaube ich, ist zumindest das nächste Spiel mal nicht möglich. Gibt es weitere Fragen? Ja, einmal Dirk Tietenberg von der Matzak-Presse. Herr Stefan, hallo zusammen. Von der Moral hast du gerade gesprochen. Ist natürlich so, haben wir häufiger darüber gesprochen. Warum reden wir immer darüber oder oft darüber? Weil ihr in Rückstand geratet. Was war denn, oder wie schätzt das ein? Du hast gesagt, die 1-1-Situation haben wir jetzt nicht so richtig gekriegt. Ist das ein wiederkehrendes Muster bei euch? Oder hier zu Hause vor ausverkauftem Haus?
oder mit der Lage, Platz 3 angreifen zu können? Was spielt da alles mit rein? Ja, wahrscheinlich so ein bunter Strauß von allem, würde ich jetzt mal sagen, weil du siehst ja, dass die Jungs wollen und wirklich immer wieder versuchen anzuschieben. Es ist unheimlich schwierig, dann diese Situationen, und Schalke hat eine wahnsinnig robuste Mannschaft, wenn du dann nicht sauber im Passspiel bist, wenn du 1-1-Situationen nicht kreieren kannst, wenn du keine Tiefe dann auch bespielen kannst, dann wird es natürlich auch schwierig. Und ich glaube, das hat man gesehen, dass wir da Probleme mit hatten. Deswegen dann auch sicherlich die Umstellung in der zweiten Hälfte, dass wir noch einen Spieler mehr im Zentrum haben, dass wir im Übergangsbereich ein bisschen mehr Personal haben. Und natürlich mit Ausblick, dass das Feld, so wie ich es ja schon gesagt habe, dass es halt auch sehr intensiv für Schalke sein wird, dass wir dann in unser Spiel kommen, mehr Ballkontrolle bekommen. Ich glaube, dass uns das dann schon gelungen ist. Grundsätzlich ja, haben wir uns viel vorgenommen und konnten vielleicht das nicht ganz so erfüllen, wie wir es wollten. Florian Krebs von der Bild mit der nächsten Frage. Ja, Tag zusammen. Stefan, Anschlussfrage. Was hat den Ausschlag gegeben, so anzufangen, wie du angefangen hast, mit dann doch einer Überraschung, Sebastian Ernst links in der Fünferkette? Ja, weil wir uns diese Flexibilität offen halten wollten, um Sebi eventuell schon früher dann in die Raute zu packen. Und deswegen hat er begonnen. Und wenn du dann 3-0 in Magdeburg gewinnst, mit der Art und Weise, wie du gewinnst, dann tauscht du natürlich die Mannschaft auch nicht grundlegend, sondern versuchst halt 1-1 Positionen zu besetzen. Für uns war eigentlich wichtig, dass wenn wir auf unsere Flügel kommen, dass wir mit Links- und Rechtsfuß spielen. Das heißt, dass wir in einer offenen und offensiven Spielfortsetzung bleiben können, um von dort aus in die Tiefe zu kommen. Und deswegen für Sebi und so wie ich es dann gesagt habe, zweite Hälfte dann Umstellung, dass er in die Raute geht eben, auf die linke 8. Und deswegen haben wir uns für ihn entschieden. Gut, weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ja morgen auch schon wieder hier für die Pressekonferenz zum Thema Üstra und Hauptsponsor. Also vielen Dank. Dankeschön.